Gut, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen, meine Damen, meine Herren. Mein Name ist Frank Dembach und ich werde Sie heute hier durch unser Webinar führen zu dem Thema Juvisrat Client. Mit dabei sind meine Kollegen der Kai Bannholzer aus dem technischen Bereich. Das heißt, wenn dort Fragen sind, dann gerne stellen und die können dann auch dort beantwortet werden. Unterstützt werde ich von meiner Kollegin der Nora noch. Und so, dass wir gucken, dass wir heute auch pünktlich so in einer halben Stunde durch sind mit dem Thema. So ein bisschen was Organisatorisches noch. Wenn Sie Fragen haben, da Sie jetzt alle auch stumm geschaltet sind, dass wir da nicht so eine Geräuschkulisse im Hintergrund haben, dann nutzen Sie bitte in der Webinar-Software die Chat-Funktion. Das Ganze können Sie entweder anonym machen, also nur an uns stellen oder öffentlich an alle stellen. Ein Großteil der Fragen werden wir vielleicht, je nachdem wie viele kommen, heute klären können. Alles andere würden wir dann im Nachgang machen, damit wir nicht zu sehr überziehen. Auch wenn wir heute über den Client sprechen, den Hinweis nochmal, dass wir ja nun diese Woche auch eine ganze Reihe an kleinen Webinaren haben und auch der Kai Bannholzer, der mit dabei ist, wird morgen ein Webinar halten zu dem Designer, also wie man das Ganze konfiguriert, was wir heute so sehen. Und es wird dann an den weiteren Tagen noch Webinare geben zu dem Workflow im Speziellen von Juvisrat oder aber eben auch die API-Komponente, wie man also dort interagieren kann. Was wollen wir heute machen? Wir werden uns einmal den Client an sich angucken mit allen Grundfunktionen. Wir werden dann einmal sehen, wie man externe Microservices einbinden kann, sodass man also auch relativ einfach und schnell den Vorteil nutzen kann, eben frei verfügbare Dinge auch dort einzubinden. Und wir werden uns dann so einen kleinen, eine kleine Abhandlung über Custom-Möglichkeiten ansehen und dann am Ende Fragen und Antworten. Aber bitte stellen Sie auch Fragen gerne mittendrin und wir sehen dann, wie wir das Ganze machen können. Gut. Dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mal in die Live-Umgebung. So, jetzt warten wir eine kurze Sekunde. Jetzt sollten Sie auch meinen Bildschirm sehen und das ist dann auch so, was Sie dort begrüßt, die Startseite von dem Juvis Client, dem Juvis RAD Client. RAD für alle, die es noch nicht wissen, steht für Rapid Application Development und genau das ist das Versprechen, was wir dort auch halten wollen, dass man eben schnell Anwendungen und spezielle Geschäftsprozesse abbilden kann. Für Sie vielleicht noch wichtig zum Hintergrund, wenn wir jetzt sagen, wir sprechen von dem Client. Wir intern sehen diesen Client eher als einen Beispiel-Client. Denn, und das ist das Schöne bei Juvis RAD, Sie können jederzeit entweder einen eigenen Client designen. Sie können Teile von unserem Client dafür nutzen. Also wir geben das alles frei auch raus. Das heißt, Sie können da auch verschiedenste Clients bauen. Das basiert alles rein auf HTML5 und ich zeige Ihnen auch gleich nochmal so ein Beispiel, wie man dann da oder was man machen kann. Wie zeigt Ihnen dann der Kai morgen? Ich zeige Ihnen heute nur, wie das Ganze aussieht. Fangen wir mal so mit der Startseite an sich an. Ne? Was so sehr ins Auge fällt, ist ähnlich wie bei Google, sage ich immer, ist die Suchfunktion in der Mitte, so ein großes Fenster. Das zeige ich dann auch natürlich gleich nochmal. Wir haben auf der linken Seite haben wir ein kleines Kontextmenü. Da gehen wir auch auf den einen oder anderen Punkt gleich ein, denn, das möchte ich auch sagen, es gibt immer so mehrere Wege in so einem System von A nach B zu gelangen. So zum Beispiel, man hat hier die Möglichkeit, Favoriten auszuwählen oder zu speichern. Das Ganze habe ich aber eben hier oben auf der rechten Seite, sehen Sie, so ein Sternchen auch nochmal. Das ist wie so eine Schnellwahltaste. Dann gibt es einen Eingangskorb. Da werden Sie auch beim Thema Workflow noch sehr speziell drauf eingehen. In, ich glaube, 2 Tagen ist es dann soweit. Dort finden Sie alle Sachen, die Ihnen zugewiesen werden. Ja, so Wiedervorlagen oder Workflow-Schritte, die Ihnen zugewiesen werden. Das findet man also im Eingangskorb. Es gibt einen Ablagekorb, wo ich also Dokumente temporär speichern kann und sie erstmal dort ablegen, bearbeiten, bevor ich sie dann in die tatsächlichen Akten lege. Genauso wie Prozessstart, Benachrichtigung und auch gespeicherte Suchen. Zeige ich Ihnen aber gleich im Detail nochmal. Wir haben hier einen Bereich ungelesene Nachrichten, also ist auch sehr präsent, wenn dort etwas angezeigt wird. Ich kann mal draufklicken, ne, dann sieht man, ich hätte jetzt hier eine Rechnung
die ich freigeben müsste. Das aber nur so als kleine Vorschau, weil das passiert dann alles in dem Webinar-Workflow. Hier oben haben wir dann schon gesagt, also einmal die Favoriten haben wir hier noch hinterlegt. Wir können den Ablagekorb öffnen und wir haben den Eingangskorb auch nochmal als Kurzwahl. Daneben findet man, ich klicke einmal ganz kurz drauf, man kann dort seine Einstellungen verwalten, also die klassischen Dinge, ne? Bin ich anwesend oder kann das System auf abwesend schalten, damit dann auch gleich eine Vertreterregelung gilt. Sehr wichtig im Fall von Workflows, damit da Fristen weiter gewahrt werden und nicht gewartet werden muss, bis etwas eskaliert. Ich kann die Sprache umstellen. Auch hier ganz toll bei dem System kann ich diverse Sprachen hinterlegen. Das ganze System ist komplett Unicode-fähig und ich kann auch sehr einfach Übersetzungen hinterlegen. Also wenn es jetzt eine Sprache im Standard noch nicht gibt, dann ist es relativ einfach mit einem Übersetzerbüro dort diese Sprache hinzuzufügen. Ich sehe immer, in welchen Rollen befinde ich mich jetzt. Jetzt in unserem Demo-User sehe ich quasi alles. Und das war es dann auch, was ich hier an Einstellungen als User selber machen kann. Dann gibt es immer noch so eine Ansicht zuletzt bearbeitet. Ja, man kennt das aus Office-Anwendungen zum Beispiel, wo man immer die zuletzt bearbeiteten Dokumente auch sieht. Und dann würde ich jetzt mal einsteigen mit dem Thema Suche. Und wir machen das jetzt mal ganz einfach. Ich tippe jetzt mal ein Sternchen ein, weil ich weiß überhaupt nicht, was ich suche. Und jetzt bitte nicht erschrecken. Ich weiß, das sieht jetzt ein bisschen wild aus, aber in so einem System mit einem Sternchen zu suchen, wo 10.000 Dokumente drin sind, da kriegt man halt dann eben sehr viele Ergebnisse. Was ich hieran zeigen möchte, ist, dass wir die Dokumente in virtuellen, ich sage bewusst virtuellen Schränken abgelegt haben. Und das sind dann so Akten, die wir definiert haben. Ja, das heißt, wir haben auch in diesem Demosystem, da werden wir jetzt nicht im Einzelnen auf alles eingehen können, haben wir so eine Personalverwaltung, Kundenlieferantenmanagement, auch ein Bewerbermanagement mit wirklich vom Anfang Bewerberprozess bis zur Einstellung. Und das sei so am Rande bemerkt, das ist übrigens genau der Prozess, den Optimal Systems auch intern benutzt, wenn man sich bei uns bewirbt. Dazu gibt es natürlich die Klassiker Vertragsverwaltung und so etwas. Und eine kleine Besonderheit, das zeige ich dann aber gleich, das Thema Fotoarchiv. Jetzt wollen wir mal eine wesentlich schärfere Suche starten. Ich tippe jetzt mal Mercedes ein, kennt man. Dann könnte ich könnte jetzt Enter drücken und würde einfach alles angezeigt bekommen in einer Trefferliste. Egal, und das sieht man da drunter beim Thema Kundenmanagement, ob es sich jetzt um den Kunden handelt, den es einmal gibt, oder ob es Kundenbestellungen gibt und davon habe ich 96. Ich klicke jetzt einfach mal, machen wir mal Kundenbestellung, da sieht man ein bisschen mehr und dann bekomme ich, ich mache das mal ein bisschen größer, eine Trefferliste angezeigt, die auch, und das muss man sagen, die können Sie konfigurieren. Also die Felder, wie sie angezeigt werden, ne, kann man auch so hin und her schieben, wie man das braucht. Braucht man Spalten ja oder nein? Oder möchte ich zum Beispiel auch Dinge filtern? Dann kann ich auch nach Spalten filtern. All diese Dinge kann ich tun. Das müssen Sie mir jetzt glauben, dass wir das hinbekommen. Das schaffen wir jetzt wahrscheinlich nicht im Detail alles zu zeigen. Aber das ist, wie gesagt, nur eine Beispielansicht. Dann haben wir neben den Dokumenten, also ich mache das ein bisschen kleiner, so die Trefferliste auf der linken Seite, haben wir so einen Bereich in der Mitte, der erst einmal grundsätzlich Informationen zum Dokument anzeigt. Ne, also wer ist der Ersteller, wann wurde es erstellt, ne, und all diese Themen. Und dann gibt es hier oben immer noch verschiedene Reiter. Das sind jetzt einmal die klassischen Indexdaten, die entweder Pflicht- oder Wahlfelder sind, die man selber vergeben kann oder muss oder die vielleicht auch von Fremdsystemen dort integriert werden, vielleicht von einem ERP-System oder einem CRM-System. Ja, also wo die Daten herkommen, ist uns dann auch egal. Das Ganze sieht man auch in der Historie, also wann wurde es erstellt, wer hat was geändert, bearbeitet. Ne, also das wird auch dann versioniert. Ich kann auch in den Versionen hin und her springen. Ich kann die Dokumente miteinander vergleichen. All das ist hier möglich. Und wenn ich dann referenziert hätte in eine zum Beispiel andere Akte, dann würde das auch hier auftauchen, wenn sowas übergreifend benutzt wird. Und daneben gibt es dann den integrierten Viewer von uns. Auch wieder kurzer Hinweis, Sie können natürlich auch diese Dinge abdocken und auf mehrere Monitore verteilen.
Ja, also viele unserer Kunden nutzen das, dass man sagt, auf der linken Seite habe ich so da die Dokumente und die Übersichten und auf der rechten Seite habe ich dann den Viewer, wenn ich da etwas bearbeiten möchte. Gut, dann springen wir da mal raus. Das war jetzt so eine ganz einfache Suche. Ich werde jetzt etwas zeigen, das wirkt auch im ersten Moment vielleicht etwas, machen wir nochmal zurücksetzen, überladen. Aber Sie können sich, jetzt haben wir nur nach Mercedes gesucht. Jetzt könnte es aber sein, dass Sie eben ein System haben mit eben nicht 10.000 Dokumenten, sondern 1 Million, 10 Millionen oder 100 Millionen Dokumenten. Und dann wird es natürlich irgendwann unübersichtlich, wenn Sie einfach nur nach einem Kunden suchen, mit dem Sie vielleicht eine sehr gute Beziehung haben und unzählige Dokumente dort finden. Dann möchte man das etwas schärfer machen. Dann kann ich das hier tun. Also ich könnte zum Beispiel sagen, ich suche jetzt nur den Lieferanten oder ich suche nur Bestellungen, was auch immer. Könnte nochmal eingrenzen, wann wurde das Ganze erstellt. Wir haben da so ein paar Presets, wo man dann sieht, dieses Jahr, letztes Jahr, ne, wo man vielleicht sagen kann, naja, alles, was älter als ein Jahr ist, das gehört jetzt nicht zu einem aktiven Vorgang. Wann wurde was geändert oder auch zur Datei an sich. Eine Besonderheit, und da möchte ich wirklich nochmal darauf hinweisen, ist, es gibt hier oben, das ist so unscheinbar, gibt es ein Feld, das heißt übergreifend. Folgendes Beispiel, wir haben jetzt nach Mercedes gesucht und Mercedes könnte ja, wenn ich mal in einer klassischen starren Struktur denke, könnte ein Kunde sein, könnte ein Lieferant sein. Mercedes könnte aber auch zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Fuhrparkmanagement dort integriert habe, könnte natürlich auch da auftauchen. Und klassischerweise muss ich mich immer da entscheiden, in welcher Aktenstruktur, in welchem Aktenschrank suche ich. Und jetzt gibt es aber Dokumenttypen, die sind übergreifend. Das heißt, ich kann sagen, ich suche nach dem Geschäftspartner und wenn ich dann Mercedes suche, dann sucht das System wirklich übergreifend in all diesen Strukturen, die man hier findet. Und am Ende, ich klicke jetzt einfach mal irgendwas an, ja, damit man sieht, man kann diese Suchen auch speichern. Das heißt also, wenn Sie sich hier ganz komplexe Suchen zusammengebaut haben, die Sie immer wieder kehrend suchen möchten, dann können Sie die hier konfigurieren und dann auf Speichern klicken. Ich mache das jetzt mal nicht, damit unser Demosystem nicht irgendwann überladen ist. Und dann kann man hier so draufklicken auf gespeicherte Suchen und klickt eben auf eine drauf, sagt die Suche bitte ausführen und dann hat man immer gleich das Ergebnis. Sinnvoll oder nicht, wie man in dem Bild sehen kann. Gut, das so zum Einstieg Suchen und Finden in dieser Struktur. Jetzt möchte ich auf so ein paar Dinge eingehen, die das Ganze einzigartig machen. So am Rande sei immer erwähnt, das Ganze ist responsive, ist rein HTML5. Wir haben auch einen, wenn man möchte, einen lokalen Agent heißt das bei uns, der dafür sorgt, wenn ich eben in dieser Webwelt zum Beispiel Office-Dokumente öffnen und bearbeiten will, dass ich sie trotz Webclient öffnen kann, schließen kann und die werden dann auch versioniert, eingecheckt und das eben ganz automatisch. Und der Client ist auch so offen, dass wenn Sie zum Beispiel Spezialanwendungen haben, wie eine spezielle CAD-Anwendung und möchten auch darüber dieses Ein- und Auschecken machen, kann man den Client bzw. den Agent darüber erweitern. Deshalb einfach, dass Sie das mal gehört haben. Ich werde jetzt eine Sache zeigen, die auch eben anders ist als bei anderen. So, da gehe ich jetzt mal auf unser Lieferantenmanagement und lassen wir mal, wir haben viele Dokumente, sind bei den Eingangsrechnungen. Jetzt sehen wir wieder den klassischen Baum. Ja, die Indexdaten sind natürlich je nach Dokument anders. Ich gehe mal in so eine Akte da rein. Hier oben sieht man jetzt zum Beispiel die Firma, in der wir uns befinden. Jetzt haben wir ein neues Objekt auf der linken Seite. Das heißt, unser Bildschirm ist dann jetzt auch viergeteilt. Und zwar sehe ich erst einmal in dieser Kundenakte, welche definierten Objekttypen habe ich denn? Ich habe Bestellungen, Eingangsrechnungen, dann habe ich normale Rechnungen, die mit so einer Klassifizierung arbeiten können, E-Mails und auch angelegte Personen. Daneben sehe ich immer, wie viele von diesen Dokumenten befinden sich in der Akte. Das ist das, wie man das auch aus anderen Systemen kennt. Das ist aber eine sehr starre Struktur. Und was ich jetzt zeigen möchte, ist, wir können diese Struktur auch aufbrechen und eben dynamisch erstellen lassen. Das ist, wie gesagt, nur eine Beispielkonfiguration. Das muss bei Ihnen nicht so sein, das kann man komplett frei machen. Dafür ist dann auch unser Consulting-Team da, die solche Anpassungen dann eben durchführen. Jetzt kann ich das Ganze nach Mandant, also auf Niederlassungsebene, trennen. Und dann, wenn ich das aufklappe, sehe ich auch wieder, okay,
innerhalb dieser Niederlassung Berlin, man hat ja durchaus Kunden, die auch mehrere Niederlassungen haben, kann ich mir das Ganze hier so anzeigen lassen. Und damit Sie mal sehen, wie dynamisch und dass das, ja, man könnte jetzt schimpfen und sagen, das passiert in Echtzeit, aber sagen wir mal, der Service wird turnusmäßig ausgeführt, das ist ein Strukturservice, der im Hintergrund läuft, auch ein Microservice an diesem System. Jetzt haben wir hier in Zürich, haben wir ein Dokument liegen. Jetzt gehe ich mal auf die Eingangs, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt sehen wir hier Niederlassung Berlin. Ich ändere das kurz mal auf Zürich und klicke auf Speichern. Und wenn ich das dann wieder aufklicke, dann sehe ich, Zürich steht jetzt oben, weil es wird nach der Anzahl der Dokumente sortiert. Das Ganze passiert also, sagen wir, in Echtzeit, ja, auch wenn es vielleicht nicht wirklich Echtzeit ist. Das ist eine wirkliche Besonderheit, diese Live-Ansicht auf Dinge. Jetzt möchte ich gerne ein Beispiel zeigen, wie man, also klar, Dokumente kriegen Sie per Drag and Drop rein, wir können Verzeichnisse überwachen, also die ganzen klassischen Dinge sind dort möglich. Jetzt wechsle ich für dieses Beispiel, weil ich eben gleich zwei Dinge daran zeigen möchte, einmal in unsere Fotoübersicht. So, da muss ich einmal so einmal reinklicken und dann haben wir das. So, was auch immer das ist oder soll und welches Bild auch immer das ist. So, jetzt mache ich das ein bisschen kleiner. Ich hoffe, dass Sie jetzt gerade sehen und ich habe hier das Bild vom Brandenburger Tor nochmal drin. Das ist jetzt ein Bild aus dem Internet und es gibt dort weder Informationen vom Standort noch sonst was. Das ist ein nacktes Bild ohne EXIF-Daten, wie man sagt. So, das nehme ich jetzt, packe das einfach per Drag and Drop in den Client. Und habe jetzt die Möglichkeiten, es entweder dem Kontext hinzuzufügen. Das bedeutet, ich bin ja gerade im Fotoalbum. Ich kann es jetzt direkt in diesem Fotoalbum hinzufügen. Ich könnte das, was ich gerade angezeigt bekomme, ersetzen. Habe ein schöneres Bild gefunden oder was auch immer. Oder ich packe es erstmal an den allgemeinen Ablageort, bis ich weiß, wo es hingeht. Ja, aber dann ist es schon mal im System. Jetzt sage ich dem Kontext hinzufügen. Jetzt wird das Bild hochgeladen und ich klicke mal ganz schnell da drauf. Man sieht, hier ist noch nichts befüllt. Es dauert jetzt eine kleine Sekunde und dann ist das Foto, ich mache das mal wieder bildschirmfüllend, ist das Foto verschlagwortet. Was wir hier tun, ist, es ist keine Standardfunktion von unserem Client, sondern wir fragen im Hintergrund einen Microservice von Google an, ne, dem wir das Foto geben und dann genau diese Informationen hier zurückbekommen. Aber, und das ist jetzt auch sehr besonders, mit einer Informationen über den Längen- und den Breitengrad, ne, was nicht im Foto enthalten war, sondern das macht der Google Service. Funktioniert natürlich nicht immer, aber beim Brandenburger Tor funktioniert das ganz gut. Das kennt Google dann auch. Jetzt machen wir mal ablegen und öffnen. Jetzt haben wir da alle Funktionen, die wir sonst in dem System auch so haben, die wir uns vorhin schon mal angeguckt haben. Jetzt mache ich Folgendes, also damit Sie sehen, was ich jetzt mache. Ich packe diesen Link mal in die Zwischenablage. Öffne ihn einmal kurz, jetzt kommen wir wieder dahin und jetzt gibt es eine Möglichkeit, das haben wir bei uns so, um das zu demonstrieren. Wir wechseln mal in den sogenannten Custom Client, also auch ein Client, wo wir Dinge angepasst haben. Sieht auf den ersten Blick jetzt gleich aus, aber was wir dort gemacht haben, wir haben hier auch wieder einen Service integriert von Google. Und ich habe es mir von unseren Consultants sagen lassen, eben gesagt, das sind 9 Zeilen Code, um diesen Service dort zu integrieren. Vielleicht sind es auch 10 oder 8, nehmen Sie es da nicht zu genau, aber es ist eine wahnsinnig schnelle Möglichkeit, frei verfügbare und gute Services online oder auch extern oder von internen Systemen zu suchen und zu integrieren. Eben diese Microservice-Architektur um unseren Server herum einfach und schnell zu erweitern. Und jetzt kann ich natürlich, klar, wie bei Google üblich, kann ich auf den Routenplaner klicken und dann geht es los. Und wenn Sie dann soweit sind und haben ein Auto, an die Sie die Adresse noch schicken können, von da, dann können Sie auch Ihre Kundenadressen direkt dahin schicken. Sinnhaft oder nicht, für den einen oder anderen ist es sicherlich hilfreich, aber es dient einfach zur Demonstration, was kann ich in diesem Client tun. Dann möchte ich noch einmal zeigen, in unserem Custom Client, wir hatten ja hier, ich gehe nochmal an diesen Standard Client, auf der linken Seite unser Menü. Und jetzt gehen wir in diesen Custom Client und sehen hier auch dieses Menü, aber eben erweitert um ein paar Dinge. Und auch das ist jetzt eine nachträglich integrierte HTML-Funktion, ja, die einfach nur veranschaulichen soll, wie erweiterbar das System ist und eben nicht einfach erweiterbar im Sinne von Schnittstellen davor, dahinter, rechts oder links, sondern eben integriert per Service im System.
Das heißt, der Endanwender wird nicht sehen, dass dort Fremdsysteme integriert sind. Ja, und das ist für die Usability natürlich ein extremer Vorteil, dass Sie dort nicht in Lösungen hin und her springen müssen, Sie jedes Mal ein anderes Design haben. Deswegen geben wir auch den Style Guide von unserem Client mit raus, wenn man den nutzen möchte. Aber so kann man das eben sehr, sehr rund gestalten. Ja? Gut. Und vielleicht wird dem einen oder anderen, der jetzt hier in der Runde ist, das auch bekannt vorkommen. Dadurch, dass wir hier sehr moderne Technologien und Architekturen benutzen, ist es auch so, dass man junge Leute, die von der Uni kommen, durchaus an so ein System setzen kann und die dann dort Änderungen durchführen können. Ja, also das heißt, auch die Trainings dazu sind überschaubar. Also ein Grundtraining für dieses Produkt dauert 3, mit Import 4 Tage. Und dann hat man so alle Grundfunktionen, wie man dort die Strukturen anlegt und so kann man dann. Dann besitzt man noch nicht die Erfahrung wie unser Consulting-Team, das ist klar. Aber man hat eine sehr schnelle Übersicht und kann dort schon loslegen. Dann gibt es nochmal 2 Tage für den Workflow und dann gibt es auch für die API auch nochmal ein Training. Aber das, wie gesagt, werden Sie dann auch in den einzelnen Webinaren danach sehen. Gut, jetzt haben wir die Suchen einmal gesehen, wie schnell kann ich etwas finden, wie einfach geht das Ganze. Wir haben gesehen, wie kann ich übergreifende Dokumente suchen. Ich kann Suchanfragen speichern. Und an der Stelle, das möchte ich gerne sagen, jedes Mal, wenn ich den Client öffne, freue ich mich über das Nichtvorhandensein von Funktionen, von nicht direkt sichtbaren Funktionen. Und das ist etwas, was uns auch all unsere Kunden widerspiegeln, die das ganze System schon im Einsatz haben, dass es eben keine Software, sagen wir einfach mal, eine Software ist, die von Hause aus mit 1000 Funktionen kommt, wovon man aber nur 20 braucht. Man nimmt immer so das Office-Paket, ne? Also da hat man auch ganz viele Funktionen, so richtig brauchen tut man sie nicht, ne? Ich glaube, mir hat mal jemand gesagt, dass man so 20, 30 Funktionen wirklich nutzt in so einem System. Und hier kann man das eben genau so machen, dass sie nur das sehen, was sie wann brauchen. Und mit was Sie wann brauchen, meine ich habe das ja vorhin gezeigt, wenn Sie hier ein Sternchen eingeben und jetzt die gesamte Struktur sehen, wirkt es schon ein wenig überladen, aber seien Sie sich sicher, in der Praxis sehen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ja nicht so viel. Denn in unserem Demo-Account sehe ich jetzt das ganze System. In Wirklichkeit ist es aber so, dass man hat zum Beispiel hier eine Personalverwaltung. Also die Personalverwaltung wird natürlich von jemandem aus der Finanzabteilung zum Beispiel nicht einsehbar angezeigt und damit wird es dann nicht ausgegraut, sondern es wird per se einfach nicht angezeigt, als wäre es gar nicht da. Ne? Und so verhält sich das. Das heißt also, die Suchfenster und die Ergebnislisten werden dadurch natürlich wesentlich kleiner und übersichtlicher. Gut, dann habe ich zumindest sehr schnell und sehr kurz die Grundfunktionen einmal gezeigt, wie kann ich denn, nein nicht wie, sondern dass man externe Microservices einbinden kann. Das wie, das wird in der Kai Bannholzer, morgen dann nochmal zeigen, also mit den Designer zeigen und dann werden Sie auch ein Gefühl dafür bekommen, wie einfach das eigentlich geht und dass dieses RAD, also Rapid Application Development, dass das nicht einfach nur ein Slogan ist, der aus einer Marketingabteilung kommt, sondern wir werden sehen, dass das wirklich wahnsinnig schnell geht. Ja, dass man also unfassbar schnell zu einem Ergebnis kommt, wie man das Ganze dann konfiguriert. Und das sage ich Ihnen auch sehr gerne aus Erfahrung. Ich sage immer seit über 10 Jahren nichts anderes, muss ich eingestehen, schon fast 15. Und ich kenne auch diverse andere Systeme und sage Ihnen, dass um hier Akten zu erstellen, das so für Sie zu konfigurieren, wie Sie das Ganze benötigen, auch mit Importen, mit Suchanfragen, also auch festen Suchanfragen für alle oder so etwas, wesentlich schneller definiert ist als in anderen Lösungen. Ja, also prüfen Sie uns da sehr gerne. Der Kai wird es morgen dann zeigen. Gut, jetzt wollen wir mal gucken. Ich habe die ganze Zeit nicht so richtig geguckt, was haben wir noch für Fragen. Ja, ich sehe so ein paar Fragen, die sehr individuell sind. Da werden wir dann im Nachgang nochmal auf Sie zukommen. Also keine Sorge, wir übergehen das Ganze nicht. Jetzt die Frage, gibt es noch allgemeine Fragen zu dem System? Vielleicht auch meine beiden Kollegen an den Kai und an die Nora. Ist dort etwas angekommen, was wir jetzt innerhalb dieser dann halben Stunde noch klären müssen? Oder Dinge, die wir im Nachgang
machen. So, geben Sie mir eine Sekunde, dann gucken wir da rein. So, also ich sehe, das sind jetzt nochmal Fragen zur Architektur und so. Das machen wir dann gesondert. Das ist dann heute nicht Thema. Ich weiß nicht, von den beiden Kollegen, gibt es da noch etwas? Von Kai, Nora? Ja, guten Morgen, Kai Wannholzer hier. Vielen Dank, Frank. Das fand ich einen sehr guten Überblick. Also von meiner Seite aus ist mir jetzt nichts besonders aufgefallen, nur eine kleine Einschränkung vielleicht. Das Thema Microservices wird eher mein Kollege Kolja Schwenghagen dann übermorgen präsentieren. Ich werde morgen präsentieren, wie man generell neue Objekte anlegt, Objekttypen anlegt, wie man mit dem Designer arbeitet und Rollen und Rechte managt. Das ist der Teil, den wir morgen dann uns anschauen werden. Okay, super. Ja, dann danke dafür, dass dann hatte ich das falsch auf meiner Liste ja, notiert. Soweit komme ich nicht morgen. Ja, okay. Ist ja auch immer nur eine halbe Stunde. Also das bitte sehen Sie uns nach. Wir versuchen wirklich, diese Webinare sehr kurz zu halten, einen kurzen Überblick zu geben, dass man dann mit sehr individuellen Fragen dann nochmal, oder dass Sie auf uns zukommen, wir auf Sie zukommen. Wir wollen Sie nicht langweilen und dann da 2 Stunden Webinar sehr trocken machen, wo Sie dann 70% der Dinge sehen, die Sie vielleicht persönlich gar nicht interessieren, die für Sie nicht relevant sind. Gut, dann sagt die Kollegin auch, wir haben dann keine Sachen, die wir jetzt sofort klären und beantworten. Dann bleibt mir nur noch, Ihnen zu danken für die kurze Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen noch einen schönen Resttag und man kann auch sagen, schöne Restwoche. Ist ja noch ein bisschen. Bleiben Sie gesund. Und wenn Sie mögen und sich noch nicht angemeldet haben, gucken Sie gerne nochmal auf unserer Homepage nach den weiteren Webinaren. Endet auch nicht mit den Webinaren zu diesem Produkt oder dieser Produktlinie. Wir haben dann noch ein paar andere. Bleiben Sie uns gewogen und in diesem Sinne beende ich dann das Webinar und sage bis bald.